Hallo Herr Wagner, freut uns sehr, dass Sie mit dabei sind. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor und das, was Sie tun. Ja, mein Name ist Wagner Wolfgang, ich bin der Steinmetz, Oberstein, ganz genau gesagt das Leutnant. Ich bin offiziell tätig bei einem Online-Dienstbüro, arbeite dort als Trader, besser bekannt bei uns als Buchmacher. Das heißt, ich erstelle und berechne die Wettquoten. Und das machen Sie von Ihrem Arbeitsplatz und dort sind Sie gerade. Beschreiben Sie vielleicht kurz Ihren Arbeitsplatz. Ich habe einen sehr speziellen Arbeitsplatz. Also ich arbeite aus liegender Position aus, weil das die einzige Position ist, die es mir möglich macht, auch tätig zu sein. Ich habe eine sehr hohe körperliche Behinderung bis zu 95%, bin also auf sehr viele Hilfsmittel, medizinisch und so weiter angewiesen. Und hierfür auch für meinen Arbeitsplatz. Es ist also sehr speziell gestaltet von mir mit Eigenbau und so, ja. Und auch sehr technologisch gestaltet. Welche Rolle spielt denn Technologie für Ihren Lebensalltag und für Ihren Berufsalltag? Also die Technologie oder das digitale Zeitalter ist für mich eigentlich sehr wichtig, weil eigentlich mein ganzes Leben oder der Alltag besteht aus Digitalisierung. Ob das jetzt mein Privatleben ist und in meinem eigenen Wohnbereich, wo eigentlich alles computergesteuert ist, die Fenster, die Jalousien, die Lichtanlage, die Heizung, also ich kann alles selbst steuern, das gibt natürlich eine große Selbstständigkeit und Selbstständigkeit ist halt schon sehr wertvoll. Wenn man nicht wegen jeder Kleinigkeit jemanden fragen muss und bitten muss um Hilfe. Die Digitalisierung ist in meiner Arbeit auch sehr wichtig, weil wir sind ein digitales Unternehmen seit 2000, also ein digitales Wettbüro, das was nur Online-Betten anbietet. Ohne Digitalisierung würde ich nicht die dementsprechende Selbstständigkeit und auch nicht einen gemeinsamen passenden Arbeitsplatz haben oder Beschäftigung. Sie haben die Selbstständigkeit angesprochen, die ist enorm wichtig und die wird Ihnen ermöglicht, weil Sie eben den Arbeitsplatz so einrichten konnten, um an Ihrem Job sozusagen im Arbeitsalltag teilhaben zu können. Inwiefern wurden Sie bei der Richtung dieses speziellen Arbeitsplatzes denn unterstützt? Der Arbeitsplatz wurde von mir und einem einheimischen, also Handwerker, einem Schloss eigentlich selbst geplant, konstruiert und gebaut. Und das Finanzielle wurde zum Glück, also die ganzen Anschaffungskosten wurden vom Sozialministerium übernommen. Weil ohne die finanzielle Unterstützung wäre ein solcher Arbeitsplatz in dieser Dimension nicht möglich. Und er ermöglicht Ihnen am Berufsalltag erfolgreich auch teilzunehmen. Wie sind Sie denn zu Ihrem derzeitigen Job gekommen? Zu meinem Job bin ich gekommen im Jahre 2000. 2000, da war ich im Alter von 22 Jahren und wollte irgendwie im Leben doch irgendwie was bewegen. Ich wollte irgendwas leisten. Ich brauchte einfach eine Aufgabe. Und zu dem Zeitpunkt war mein jetziger Arbeitgeber gegründet worden und hat sehr viel Werbung gemacht. Dann habe ich einfach einmal eine E-Mail an diese Firma geschrieben, warum aus dem Bereich Motorsport eigentlich so schlecht vom Markt zitiert. Und dann haben die Herren von der Firma erklärt, sie sind gerade beim Aufbauen und würden jemanden suchen für diese Arbeit. Und so hat das eine das andere gegeben und im Jahr 2004 haben wir noch eine Fixanstellung auf 40-Stunden-Basis in der Woche bekommen und das zieht sich bis jetzt hin. Wie haben Ihre Mitarbeiter darauf reagiert, dass Sie eine Behinderung haben? Wie sind Sie damit umgegangen? Also die Behinderung, wenn man dann wissend nur ein paar Leute von der Firma, die sind vielleicht 2, 3 Personen, die was von meiner Behinderung wissen.
die restlichen sind davon nicht informiert. Weil wir arbeiten alle im Homeoffice, die ganzen Träger, also die ganzen Buchmacher, und da wird sowieso noch kommuniziert über E-Mail oder über Teams, also Microsoft Teams im Chat sogar. Und so sieht man sich eigentlich unter vier Augen eigentlich sowieso nie. Das heißt, durch Ihre Leistung zeigen Sie, dass es da eigentlich keinen Unterschied gibt, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht, sofern er an der richtigen Stelle sitzt und dort arbeiten kann, wo er seine Talente einsetzen kann. Haben Sie immer schon gewusst, dass Sie Buchmacher werden wollen? War das immer eine Faszination von Ihnen? Wahrscheinlich die Mathematik dahinter? Also Mathematik war immer so meine Leidenschaft. Also das Berechnen mit Zahlen, das ist mir irgendwie in die Wiege gelegt worden. Jedoch als Buchmacher eigentlich nicht, weil ich bin eigentlich jemand, der was sich für Sport überhaupt nicht interessiert hat. Also es hat das eine das andere ergeben. Und das Interessante an meiner Arbeit ist, also wenn du Buchmacher bist, dann müssen die Zahlen und muss die Performance, die muss passen. Also du hast doch keine Vorteile oder irgendwelche Privilegien durch deine Behinderung. Also die Zahlen sind in dem Fall das Wichtigste. Und wenn die nicht passen, dann wirst du dementsprechend im Zentrum personell. Also das, was zählt, ist die Leistung. Das ist ja auch das, was wir zeigen wollen. Also bei mir die größte Herausforderung, einen passenden Arbeitsplatz erst zu schaffen, dass ich leistungsmäßig und genauso effizient arbeiten kann wie jeder andere auch, der was keine Behinderung ist. Und das ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass das überhaupt der Firma vielleicht interessant ist, dass die Leistung trotzdem passt. Das heißt, Sie sagen, dass der ausschlaggebende Faktor eigentlich die Rahmenbedingungen sind, dass Sie mit Ihrer Behinderung am Arbeitsalltag diese Leistung erbringen können, weil würde es die Rahmenbedingungen nicht geben, dann könnten Sie Ihre Leistung nicht bringen. Es gibt aber die Rahmenbedingungen, somit können Sie die gleiche Leistung erbringen wie Ihre Arbeitskolleginnen und Kollegen. Genau, richtig erkannt. Also man muss ja halt immer differenzieren zwischen der Behinderung. Was ist nötig und was ist nicht nötig? Und in meinem Fall, weil es halt mein Vorteil, was ich habe, dass ich jetzt sehr kreativ bin, dass ich auf Lösungen komme, die sonst niemand hat. Zum Beispiel mit meinem Arbeitsplatz aus einer niedrigen Position, wo halt auch mein Monitor über mir ist und wo der Fernseher unter der Decke versteckt ist. Und nur so ist halt bei mir überhaupt möglich gewesen, ein effektives und effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Und diese Kreativität, die macht sich auf jeden Fall bezahlt. Jetzt haben Sie eine Erfahrung, die für viele wertvoll sein könnten. Was könnten Sie denn Unternehmen oder auch Menschen mit Behinderung für die Arbeitsmarktinklusion in Österreich mitgeben aus Ihrer eigenen Erfahrung? Ich bin sowieso der generellen Ansicht, dass jeder Mensch hat ein gewisses Talent. Und dieses Talent muss man halt finden. Bei einer Person mit Behinderung ist es also noch umso schwieriger, dieses Talent zu finden. Und hier müsste halt angesetzt werden, dass man quasi jede Person individuell bewertet und deren Qualifikation und Passion und quasi findet. Und Sie sind das beste Beispiel, dass es funktionieren kann, wenn man das Talent findet, die Rahmenbedingungen schafft und dann auch die Möglichkeit bietet, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Herzlichen Dank, Herr Wagner. Alles Gute noch und wir freuen uns, wenn wir noch viele Erfolgsgeschichten von Ihnen hören. Ja, vielen Dank. Ihnen auch.